Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Geist. Ja, und ich spiele mit den Perks Blutwächter, verbittertes Gemurmel, dunkle Hingabe und Blutpakt. Außerdem mit zwei Addons. Einmal, dass mein Herzschlag auch noch da ist, wenn ich unsichtbar bin. Und dass die Überlebenden keinen Herzschlag hören, wenn ich sichtbar werde. Ich habe das Ganze mitgenommen, weil ich in letzter Zeit ja häufiger Rang 20 Überlebende hatte. Und, die da vielleicht so ein bisschen überraschen kann, ne? Einmal. So. Wir jagen die der Fang nach. Also wie gesagt, die Idee ist so ein bisschen, die Leute zu überraschen, so ein bisschen zu verwirren, zu erschrecken. Mit diesen beiden Addons. Oh, das war ein langsamer Durchsteiger. Hart im Nehmen. Hättest du das nicht gezündet? Schade. Okay, jetzt müsstest du aber genau die Palette umwerfen. Jetzt ist hier zu. Und die haben den ersten Generator schon gemacht. Hier unten weg. Hier vorne ist eine andere Fang, okay. Hab ich dich einmal. So, es kommt mir aber so vor, als wären das jetzt nicht unbedingt die Neulinge. Mal sehen, was ich für eine Lobby habe. An sich, wie gesagt, Purple ist so ein bisschen darauf ausgelegt, die Überlebenden zu überraschen, zu erschrecken, zu verwirren. Auch fürs Ende habe ich mir gedacht, könnte mit Blutwächter und verbittertes Gemurmel ganz lustig sein. Aber mal sehen, ich glaube, das sind eher erfahrene Überlebende. Da wurde auch schon gerettet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich will die Generatoren hier unten halten. Entsprechend will ich da oben gar nicht so viel Zeit vertrödeln. Warte, der gebe ich kurz einen Schlag mit. Einmal. Und jetzt hole ich mir eine andere. Einmal. Oh. Ach, verdammt. Ich wollte auf ihr landen. Aber gut, das hat nicht so gut geklappt. Habe ich dich? So, du kommst auf die Schulter. Und dort an den Haken. Okay, wir mal sehen, wie wir das hinbekommen. Natürlich ohne Antigeneratoren-Perks gegen stärkere Überlebende. Das ist natürlich so eine Sache. Aber mal schauen, das kriegen wir vielleicht auch hin. So, unsichtbar. Bringt zwar nicht so viel. Aber wir haben dann die Überraschung, wenn wir dann plötzlich sichtbar werden und keinen Ton mehr machen. Hier lohnt es sich kaum gegenzutreten. Ich wollte trotzdem nachschauen. So, meine Lieben. Sie hängt dort noch. Ich schaue mir nur kurz den Gen hier unten an. Und sie haben sich dort oben geheilt. Und wenn sie sich zu weit auseinander fortbewegen, hören sie keinen Herzschlag mehr. Hier unten weg. Hallo, Fang. Einmal. Sie hatte hart im Nehmen. Hart im Nehmen. Hab ich dich. Das Ding ist, die sind jetzt natürlich nach da drüben gegangen, um dort zu retten. Aber da drüben bin ich nicht. Deshalb werde ich Fang mitnehmen und nach dort ganz hinten wieder hängen. Und dann wieder die Generatoren abgehen. Wenn sie den dort hinter mir machen, ist das alles in Ordnung. Ja, den haben sie jetzt auch fertig. Ich will, wie gesagt, eher diese Gens hier halten. Oh nein, das war vielleicht ein Fehler. Ein Bodyblock hätte gereicht, ja. Ich habe mir schon in dem Moment gedacht, dass es dumm war. Hallo Nia. Aber wenigstens hat jetzt... Alter, hier sind ja alle. Okay, damit könnte ich arbeiten. Wenn die sich alle gegenseitig heilen, dann hören sie meinen Herzschlag nicht mehr, wenn sie sich zu weit voneinander entfernen. So, hast du auch hart im Nehmen? Nein, okay. Okay, damit kann ich, denke ich, arbeiten, wenn alle verletzt sind. Ich muss sie dann nur finden. Hm. Und sie hören mich, wenn ich komme. Aber ich weiß wenigstens, wo sie sich heilen. Dank Todgewalt. Nee, heißt es überhaupt so? Ich weiß es gerade auch nicht. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens, wie immer, alle Perks mit Perk-Beschreibung. Wenn ich da jetzt hier ein falsches Perk nenne, könnt ihr da nachschauen, wie es eigentlich heißt. Ich weiß gerade nicht, ob Todgewalt oder Blutpakt. Es war nicht erzwungene Buße. Naja, egal.
So, hier mache ich kaputt. Ich weiß, wie gesagt, dass sie den... Oh, dorthin wird schon gerettet. Dass sie den Generator auf der anderen Seite der Map schon sehr weit haben. Die will ich nicht. Hallo, dich wollte ich lieber. Die hat jetzt auch meinen Herzschlag. Wenn ich sie aufhänge, habe ich selber keinen Herzschlag und kann die Überlebenden vielleicht überraschen. Was? Der Hacken? Spielen die mit Zerlegen? Zerlegen habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. So, zack. Sie haben sich geheilt. Wo? Dort ganz hinten. Das sagt mir, dass hier unten nur eine Person ist, ja. Wenn beide dort auf der anderen Seite der Map sind. So, meine Liebe. Hab ich dich? Sie kam erst vom Haken. Wird sie einen Entscheidungsschlag haben? Nein. Okay, vor allem der Haken wird es immer noch kaputt. Das war so ein toller Haken. Frechheit. Hallo, Nia. Die Nia und die Fang haben sich beide, Verzeihung, schon voll geheilt. So, zack. Hier komme ich nicht durch. Bin wieder unsichtbar. Hallo, Fang. Da wird auch schon gerettet. Einmal. Sie geht wieder hoch. Sie hatte, glaube ich, hart im Nehmen, ne? Und durch. Jetzt kommt hart im Nehmen. Ja. Ah, ich dachte, ich schaff's. Sie heilen sich, okay. Schade. Durch. Jetzt das Fenster zu. Das schaffst du nicht. Hab ich dich. Okay, die anderen werden sich wahrscheinlich jetzt schön an den Generatoren vergreifen. Aber gut, wie gesagt, der Perkbild ist ja zur Hälfte auf Verwirrung ausgelegt. Und die andere Hälfte steht voll unter dem Endgame-Stern. Dass ich da jemanden mit Blutwächter irgendwie noch bekomme. So, zack. Auch noch nicht tot, schade. Wir sind ja jetzt alle. Hätte ich mich mal nicht unsichtbar gemacht. Da wird direkt gerettet. Hier lohnt es sich gar nicht, erst gegenzutreten. So, einmal. Ich halte wenigstens alle verletzt. Hatte keine Ahnung, warum du jetzt mit hatte neben mir eine Waffe geschlaufen bist. Okay, okay, okay. Die Tore sind beide auf der anderen Seite der Map. Und dort hinten wird sich geheilt. Okay, da gehe ich gleich hin. Zack. Ich glaube, sie ist auch tot. Ja, wunderbar. Einen Kill haben wir. So. Einmal. Voll geheilt. Zweimal. So. Okay, ich habe jetzt gerade keinen Herzschlag. Wenn ich mich annähere. Das heißt, wenn jemand am Tor sitzt, wissen sie nicht Bescheid. Weil die Besessenheit dort hinten auf dem Boden meinen Herzschlag hat. Hab ich dich. Und dich habe ich auch. Mensch, Leute, wenn jetzt niemand unbeugsam hat, dann kommt es niemals dazu. Zack. Wobei, ich weiß nicht, ob diese Fang hier mit dem Entscheidungsschlag spielt. Wobei, es ist schon Weichen her, dass sie vom Haken kam. So, die andere versucht vom Haken zu springen, schafft es nicht. Oh, wie gut! Und das mit solchen Perks! Ich bin wirklich gespannt auf die Ränge der Überlebenden. Wie gesagt, ich habe am Anfang der Runde geschaut, die hatten, ich glaube, zwei Leute hatten um die 2000 Stunden. Eine Person um die 600 oder so. Und bei der vierten, das war das Profil privat, konnte ich es nicht sehen. Da habe ich mir dann gedacht, okay, wird vielleicht schwierig mit dem Purple, aber ist ja doch noch alles gut aufgegangen, ne? An sich, welches Perk hat mir geholfen, diese Runde? Ich glaube, es war wirklich dunkle Hingabe, was die eine Nia so ein bisschen unvorsichtig gemacht hat. Oder sie... Nein, ach komm schon, Spiel. Okay, okay, naja. Naja, naja, okay.
Nicht aufregen. Ich habe ja das Risiko gekannt. Wenigstens war die Folge gut. Ich warte jetzt noch, dass wir wenigstens vom ersten Überlebenden sehen, welcher Rang die Person hatte. Wir hatten einen schönen... Ist das sogar ein Double Pip? Nee, wäre ein normaler Pip. Ein knapper Double Pip. Hätten wir geschafft. Sind sogar im Level aufgestiegen. Ding, ja. Mich nervt der Bug. Ich muss dann mal mein Spiel neu starten. Vielleicht geht's dann besser. So, schauen wir mal, was hatten wir für Überlebende. Komm schon, lass die Rang. Ja, Rang 5, immerhin. Entscheidungsschlag, geliehene Zeit, Atre. Das sind doch schon ziemlich gute Perks. Und ich denke, die anderen waren auch rangtechnisch recht gut. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss.